Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Die Sims 4, die schwarze Witwe. So, der nächste Mann ist in der Kiste. In der Kammer des Todes sozusagen. So, irgendwann stirbt doch mal die Kuhpflanze da hinten. Das ist dann das Überbleibsel von dieser ganzen Sache hier. Sag mal, wird der Hunger dadurch gerade besser? Aber die Blase wird nicht schlechter, ne? Naja, mal gucken. Muss mal eben gucken, was bei ihr hier ist. Irgendwie macht sie nichts mehr. Nee, komm, geh mal bitte. Oh, seid so dumme Sims manchmal, ey. Oh, ihr seid so dumme Sims manchmal, ey. Das darf echt nicht wahr sein. So, jetzt geh hier unten verdammt nochmal aufs Klo. Habe ich ihr eigentlich auch gerade gesagt, dass sie aufs Klo gehen sollte. Aber sie macht es mal wieder einfach nicht. So, und dann soll sie schlafen gehen. Und dann gucken wir jetzt hier bei ihm weiter. Ach, er ist ja gerade am Essen. Er ist gerade mal am Futtern. So, dann gucke ich auch hier noch, was mit denen ist. Irgendwie spinnt sie hier auch rum, oder? Kann das sein? Nee, doch nicht. Funktioniert noch alles. Na, dann ist ja gut. So. Er ist am Schlafen. Er müsste mal eben aufstehen. Denn er muss auch zur Toilette. So, und wenn sie jetzt gegessen hat, dann kann sie ja endlich mal schlafen gehen erstmal. So, sie ist am Schlafen. Er geht zur Toilette. Und dann kann er ja ein bisschen was kochen. Obstsalat. Da kann man nichts kaputt machen bei. Das kann nicht brennen. So. Ja, und du kannst jetzt hier trinken ohne Ende. Trinken. Hier, Milch. Ah, Milch hilft. Milch ist super. Wenn auch nicht ganz so super, aber doch super. So, er ist hoffentlich am Kochen. Ich bin mir immer nicht sicher, ob die überhaupt was machen. Aber ich glaube doch, sie machen was. Auf jeden Fall kann man bei Obstsalat nicht allzu viel falsch machen. So, dann trinkt man noch weiter. Hier Orangensaft zum Beispiel. So, sie muss gleich, wenn sie geduscht hat. Wenn sie geschlafen hat, muss sie duschen gehen. Und Spaß und Sozial bräuchte sie auch mal. Sie bräuchte sowieso eigentlich auch mal einen Freund oder sowas vielleicht. Oder eine Freundin. Irgendwie sowas. Aber naja, er darf ja erstmal süppeln ohne Ende. Aber der trinkt halt auch nicht weiter jetzt gerade, ne? Komm, nicht nur rumstehen, auch trinken. Ah, perfekt. Fühlt er sich doch gleich schon viel, viel besser. So, und was ist mit dir? Ja, er trinkt jetzt auch weiter. Sehr schön. Er muss auch schon fast aufs Klo. Dann würde ich sagen, wir lassen ihn nochmal Orangensaft trinken. Na komm schon. Ah ja, okay. Ui, hier ist wieder ein Geist aufgetaucht. Also hier unten geistern die Geister sehr gerne rum. Die Kuhpflanze hat auch Hunger, die wird dann auch gleich sterben. Was ist los? Solltest du nie was trinken? Ah, er trinkt wieder was. Komm, ich muss dich irgendwie an Beschämtheit umbringen. Durch Beschämtheit umbringen. Das müssen wir ja hinkriegen. So, er hat jetzt gleich aufgegessen. Ich schicke die Männer jetzt auch gar nicht mehr arbeiten. Das lohnt sich echt nicht mehr. Ich meine, wir haben jetzt schon so viel Geld. So, Orangensaft trinken. Was hast du mit dem anderen Orangensaft gemacht? Ja, dann noch ein Glas Wasser. Hey, mach den Kühlschrank nicht kaputt, sonst musst du Tee trinken. So, ich glaube, gleich haben wir's. Dann muss er das erste Mal zur Toilette. Oder auch nicht. Wir könnten ja doch noch einen Tee machen. Doch.
Fließender Oolong-Tee. Sehr schön. Hat er das erste Mal in die Hose gemacht. Sieht aber noch blitzeblank aus. Jetzt nicht mehr. So, wir machen hier tatsächlich mal diesen fließender Oolong-Tee oder wie auch immer der heißt. Vielleicht hilft das ja. So, aber er ist immer noch nur sauer und nicht beschämt. Aber das kommt schon noch, sobald das Wütende hier mal weg ist, denke ich. Aber das Wütende dauert noch ziemlich lange. Vielleicht hilft es ja dann doch, wenn er beruhigenden Kamillentee mal trinkt oder so. Komm, trink deinen Tee. Machst du gut. Er ist hier am Zocken. Auch nicht schlecht. Aber wie der da am Zocken ist. So zockt doch kein Mensch. Oh Mann, voll die Erinnerung. Oh nein. Oh nein. Oh nö. Oh. Ich habe die Schnauze voll von dem Klo und von dem Waschbecken. So, das kommt jetzt beides weg. Echt mal. Dafür kaufe ich mir jetzt hier echt das Teuerste, was es gibt. So, und das. Und Moment, ich brauche noch eine Theke. Ist ja scheißegal, wie das aussieht. So, und das hier. So, und wehe, das geht jetzt in den nächsten 3, 4 Tagen wieder kaputt. Dann drehe ich aber durch hier. So, wie geht's dir? Hilft dir dein Tee schon, dich zu beruhigen? Nö. Naja, wir werden das schon hinkriegen, ne, dass er noch an Beschämtheit stirbt. Guck mal, hier hast du auch noch was zu trinken. Essenz der Beschämtheit von... Trinken wir das doch einfach mal. Mal gucken, was das bewirkt. Eigentlich müsste aber wirklich hier dieses Wütende, das müsste mal weg. Vielleicht können wir ihm mal eben einen Spiegel oder sowas reinhängen, dass er sich da irgendwie versuchen kann zu beruhigen. Das wäre ganz praktisch, denke ich. So, mal gucken. So, sich versuchen zu beruhigen. Okay. Essenz der Beschämtheit. Ach so, das ist von der Kuhpflanze. Ah. Oh, Shushka. Shimaraga. So, weil wir müssen ja wenigstens dieses Beschämtheitszeugs, das muss ja wenigstens noch aktiv sein. Wenn das nicht aktiv ist, dann wird das hier im Hintergrund einfach weggehen. Und dann bringt das ja alles nichts. So, 5 Stunden noch. Okay, machen wir nochmal. Nur noch 30 Minuten hat er hier das Beschämtheit wegen dem Anpieseln. Das meinte ich nämlich. Das ist ein bisschen doof. Okay, da ist 0, da ist auch 0. Das heißt, es könnte jetzt weg sein. Ja. Jetzt ist er sehr beschämt. Sehr schön. Dann würde ich sagen, gucken wir jetzt nochmal, dass wir es hinkriegen, dass er nochmal in die Hose macht. Wenn wir das schaffen... Ach, verdammt. Jetzt ist er gleich nicht mehr sehr beschämt. Oh, jetzt fühlt er sich unwohl. Na, es könnte doch schwieriger werden als gedacht. Ich glaube, ich muss ihm noch ein Bett reinstellen. Damit er schlafen kann. Oder hat er genug Punkte? Nee, hat er nicht. Ja, da muss ich ihm wirklich tatsächlich jetzt erstmal ein Bett reinstellen zum Schlafen anscheinend. Sonst wird er hier nicht an Beschämtheit sterben. Das ist das Problem. Okay, wisst ihr was? Dann stellen wir ihm halt noch ein Bett rein. Müssen wir aber den Spiegel einmal umhängen, denke ich. So.
Ach Quatsch, ich wollte ihm doch ein Bett reinstellen. Was macht er eigentlich hier unten? Ich habe schon wieder vergessen abzuschließen, wa? Ständig brauchen die Leute hier Betten. So, Moment mal. Wo ist er denn jetzt? Nee, komm, hier nicht aufräumen. Das will ich nicht. Das soll so aussehen. Das soll so aussehen hier. So, abschließen. Für jeden außer Elvira. So, und er kann ja jetzt zumindest... Ach, was ist hier eigentlich los, dass er nicht mehr trinkt? Er kann jetzt zumindest hier noch weiter trinken und jetzt kann er erstmal schlafen gehen. Wir haben ja noch so eine Essenz von der Kuh. Dementsprechend können wir das ja dann nochmal benutzen. Aber jetzt muss er halt erstmal wirklich schlafen. So, was ist mit dir? Mit dir müssen wir nichts machen. Hier hängen wir das Bild auch mal eben in den Keller. Dann hängt das auch schon mal am richtigen Platz. Sehr schön. Passt auch super dahin. So. Hier ist auch genug Platz. Ich glaube, das hatte ich überall schon gemacht, oder? Einfach mal genug Platz. Ich glaube, ja. Oh, Moment. Den Rahmen nicht vergessen. Ja, perfekt. Oh Mann, wir haben die Challenge fast geschafft. Okay, es dauert noch ein bisschen. Wenn das hier sich so lange zieht mit dem... mit dem Beschämtheitstod. Da müssen wir mal gucken. Er ist noch 8 Stunden beschämt. Das heißt, wenn wir ihn jetzt erstmal ein bisschen schlafen lassen, bis seine Energie wieder ein bisschen voll ist, dann könnten wir das hinkriegen. So, hast du vielleicht ein paar Punkte? Dann könnten wir ihm einfach so einen Energietrank geben. Also so einen Schlafersatztrank, genau. Dann gebe ich ihm den einfach, dann muss er wenigstens nicht schlafen. Oh, Moment. Okay, dann steh mal auf. Nee, du gehst nicht zur Arbeit. Du trinkst das jetzt. Und dann trinkst du weiter hier Orangensaft. Ja, toll. Er soll das doch trinken. Warum macht er das nicht? Jetzt trinkt er beides. So, Melody ist zur Schule gegangen. Sie geht auch zur Schule. Sehr schön. Ich würde heute machen wir mal Freundschaften schließen. Würde ich sagen. So, okay. Er ist immerhin wieder wach, aber das nützt mir nichts, wenn er sich hier so unwohl fühlt. Okay, ich glaube, wir müssen ja echt noch mehr machen. Oh, noch mehr in das Zimmer stellen. Er braucht noch einen Mülleimer. So viel ist schon mal sicher. Am besten den hier. So. Was noch? Was braucht er jetzt noch? Eine Dusche braucht er anscheinend noch, dass er zwischendurch duschen gehen kann. Soll ich das bloß nur alles hinstellen? Ach, hier, die Dusche passt doch vielleicht hier noch in die Ecke. Nee. Doch. So. Super. So, dann können wir schon mal das ganze Zeugs hier reintun. So. Dann ist auch wieder aufgeräumt. Dann kann er mal duschen gehen. Ja. Da gehen wir natürlich nicht dran. So. Dann ist er nämlich jetzt auch geduscht, dann ist er hoffentlich bald endlich mal beschämt. Kann ja nicht wahr sein. Melody hat Nadia in der Schule getroffen, ja, das ist doch schön. So, du kannst auch mal ein paar Freundschaften schließen.
Das dauert ja doch ganz schön lange hier mit ihm, mit der Beschämtheit. Hätte ich nicht gedacht, dass wir dafür doch so lange brauchen. Aber naja, was will man machen? So, meine Lieben, ich mache an der Stelle erstmal wieder einen Cut. Wir sehen uns dann in einem neuen Part wieder. Bis dahin. Tschüssi!